Kompassums. Hallo ihr Süßen. Heute möchte ich euch die Favoriten der letzten Wochen vorstellen. Und ich habe auch mit allen Favoriten diesen Look geschminkt. Und ich möchte euch zuerst die Produkte vorstellen und warum sie mir so gut gefallen und warum sie es in die Monatsfavoriten geschafft haben. Und am Ende zeige ich euch ein Tutorial, wie ich das eben aufgetragen habe. Ich schreibe euch aber unten in die Infobox, wann das irgendwie anfängt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr später euch noch das Tutorial anschauen. Jetzt fangen wir mal an. Also ich gehe jetzt nicht auf jedes einzelne Produkt ein, das ich euch schon permanent in die Kamera gehalten habe, sondern vielleicht auf die Sachen, die ich ansonsten noch nicht so oft erwähnt habe. Den NYX Pore Filler, den kennen wahrscheinlich auch schon viele, den habe ich verwendet, einfach weil es ein preisgünstiges und gutes Produkt ist, um halt einfach so ein bisschen die großen Poren zu kaschieren. Und das mag ich auf alle Fälle und das verwende ich auch fast jeden Tag. Ich habe drei verschiedene Foundation, die ich diesen Monat sehr häufig verwendet habe. Immer dabei war meine Bourjois Healthy Mix Serum Foundation, weil sie eine wunderbare Textur hat und für reife Haut einfach Bombe ist. Also es gibt momentan ist die einfach für mich unschlagbar, weil sie so eine tolle Textur hat und wirklich aussieht wie zweite Haut und die Haut richtig frisch und natürlich und ganz toll aussehen lässt. Wenn ich ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte, dann mische ich mir so ein bisschen von dieser hier, von Indefective 24 Stunden mit ein. Ich habe hier die Farbe 220 und die finde ich auch ganz, ganz toll. Ich trage die auch alleine sehr, sehr gerne. Also wenn ich was vorhabe und sage von wegen, es muss ein bisschen länger halten und ich will abends vielleicht noch irgendwie im Anschluss irgendwas machen, dann nehme ich die auch alleine und ich mag die unwahrscheinlich gerne. Also ist auch einer meiner ganz, ganz hoch favorisierten Foundation, wenn ich eine höhere Deckkraft oder längere Tragedauer auch haben möchte, ohne dass sie zu pudrig aussieht. Die meisten Foundation, die eine hohe Deckkraft haben, die sehen sehr pudrig aus und machen sehr, sehr trockenes Hautbild und es sieht bei mir nicht schön aus und die kann ich auf alle Fälle empfehlen. Und wenn ich die beiden mische, ist es einfach Bombe. Richtig, richtig gut. Dann habe ich auch wieder angefangen. Ich hatte meine kleine Maybelline ist ausgegangen, die Poreless und Matte Foundation. Die finde ich auch ganz, ganz toll. Kostet 5 Euro, große Empfehlung. Und das ist auch eine meiner Lieblingsfoundation von Maybelline, die Fit Me. Ganz, ganz tolles Produkt. Das ist die Luminous und Smooth. Die ist strahlend und ebenmäßig und die hat eben auch einen wunderschönen so einen Glow. Also für reife Haut, tolle Textur, lässt sich wunderbar verteilen, wunderbar einarbeiten, sieht aus wie zweite Haut. Kann ich nur empfehlen, ich habe hier die Farbe 130, die haben ja irgendwie ihre Farbspektrum auch erweitert. Eine großartige Foundation aus dem Drugstore mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Große, große Empfehlung. Dann habe ich verwendet, zwar habe ich mir das mal gekauft von MAC. Und zwar ist das hier so eine Kombination aus hellem Puder und einer Kontur, schön, schönes, kühles, schöne, kühle Farbe. Und hier unten ist ein Cremeprodukt und zwar ist das ein Highlighter namens Hush. Den habe ich auch noch mal singulär mir gekauft. Das war halt jetzt in dem Package drin. Und das ist ein Highlighter, der einfach wunderbar natürlich aussieht. Also ich nehme ja sehr gerne Cremeprodukte und das gebe ich mir halt immer so mit dem Finger hier auf die Wange auf. Und ich gehe also nicht mit dem Pinsel hier rein, sondern mit dem Finger. Nun gut, muss man wissen, was hygienischer ist. Wenn ich den Pinsel vorher desinfiziert habe, kann ich da auch reingehen. Trage mir das auf und hat einen wunderbaren Sheen. Ich habe heute natürlich noch mal ein Puder drauf geknallt, einfach um euch die verschiedenen Produkte zu zeigen. Im Alltag würde ich das so lassen, würde das nur tragen. Und hier diese Konturfarbe ist ganz, ganz toll. Also ganz tolle Farbe, sehr natürlich, obwohl sie sehr hell aussieht, funktioniert sie bei mir auch, um schönen Schatten zu setzen. Lässt sich wunderbar verteilen, große Empfehlung. Dann Talking About Bronzer, wieder mein Creme Bronzer hier von Nummer 7 Make-up and Glow Bronzing Base. Soll ich dazu sagen? Ich finde sie einfach toll. Dann, was haben wir noch genommen? Dann habe ich noch zwei Bronzer und zwei Rouge. Ihr wisst ja, ich liebe Bronzing, Powder und Rouge und habe mir das mal in Schweden gekauft. Ich weiß aber nicht, ob es die Firma nur in Schweden gibt oder ich werde es mal googeln und wenn ich Informationen habe, setze ich euch die unten in die Infobox und zwar heißt die Firma Apollosophy. Das ist Bronzing, Bronzing Powder und zwar ist das Dark Bronze. Allein das Packaging finde ich auch sehr schön mit dem großen Spiegel und das finde ich gar nicht so dark, das Puder. Das ist eine sehr schöne
leichte Farbe. Es pudert überhaupt nicht, wenn man da mit dem Pinsel reingeht. Also da staubt nichts und pudert nichts. Hat eine sehr, sehr, sehr gute Qualität. Sehr cremig, wunderbarer Qualität. Also High Class oder High End, finde ich, von der Qualität her. Und es lässt sich wunderbar aufbauen. Ihr werdet es ja im Tutorial sehen. Man kann da ruhig öfters mal reingehen. Wenn ihr sowieso so ein Stippling Brush hier verwendet, dann könnt ihr auch nichts verkehrt machen, dass ihr nicht so harte Kanten hat. Ich sehe sehr häufig Tutorials, wo halt, sagen wir mal, solche Pinsel verwendet werden, die eben sehr flach sind und sehr stark gebunden. Oder auch solche, die halt eben, wenn man hier reingeht, dann hat man natürlich erstmal hier so ein Duft, ne? Dann hat man hier wenn es eine starke Pigmentierung hat, erstmal so ein Farbfleck. Wenn ich mit so einem Stippling Blush hier reingehe, ist es immer leicht, der Auftrag, und immer schön, und das könnt ihr wunderbar aufbauen. Also von da gesehen würde ich das euch auf alle Fälle empfehlen, so Pinsel anzuschaffen. Alle können ja nichts mit verkehrt machen. Also das ist ein Bronzer, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und dazu habe ich mir auch mal einen Blush gekauft. Und zwar eben auch von der gleichen Firma, Apollosophy, diese fantastische Farbe. Die heißt Chestnut Rose. Ach, das ist genau mein Ding. Das ist so sehr, sehr dezent, aber so eine schöne roséfarbene Farbe, also lässt sich auch wunderbar aufbauen, ganz tolle Qualität, großartig, ganz toll, also Farbe bin ich schwer begeistert. Als Alternative dazu, weil ich nicht weiß, ob es die Firma hier in Deutschland gibt, ich glaube nicht, und zwar hier von H&M, ganz tolles Produkt, also die H&M Produkte, die Powder Produkte gefallen mir sehr, sehr gut, das ist Sheer Tan, das ist auch ein sehr leichter Bronzer, ganz toll, ganz tolle Textur, auch sehr cremig, sehr weich, lässt sich auch wunderbar aufbauen. Da könnt ihr mal sehen, ab und zu hat H&M auch eben Angebote, wo ihr die Sachen preisgünstig kaufen könnt. Und auch hier, und zwar heißt das Tawny Peach, auch einen ganz, ganz tollen Blush dazu, auch von H&M. Und der hat so einen ganz, ganz, ganz leichten Sheen, also der ist auch ganz dezent. Kann man aber halt eben auch so ein bisschen als Sheen auf die Wange drauf machen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Puder habe ich verwendet diesen Monat sehr häufig von Wet n Wild. Das Puder sieht ein bisschen aus wie MAC. Ist auch hier so gebacken. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch eine sehr, sehr gute Alternative zu meinem MAC Puder. Also von der Konsistenz und vom Finish her ist das eine sehr, sehr gute Alternative und eine sehr preisgünstige Alternative. Also wenn ihr dieses Puder findet, das ist Press Powder Photo Focus. Ich habe hier die Farbe Warm Beige, kann ich es euch nur empfehlen und ans Herz legen. Dann habt ihr mal eine gute Alternative zu dem Mineral Skin Finish, was natürlich fast den 10-fachen Preis hat. So, für die Augen. Für die Augen. Die Hidden Treasures hat mir sehr, sehr gut gefallen, habe ich den Monat öfters verwendet. Sehr, sehr teuer, wenn man das umrechnet auf die Grammzahl, weil es natürlich sehr, sehr kleine Fännchen sind, sehr kleine, wenig Produkt für teures Geld, aber jeden Cent wert. Also ganz, ganz großartige Qualität, matte Farben, glänzende Farben, sehr, sehr schön. Ich habe die heute kombiniert mit meinem Stealer. Auf den Augen habe ich weiterhin Stealer Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Und zwar ist es die Farbe Kitten Karma. Und das ist natürlich schon Glitter. Man muss schon aufpassen. Also wenn es ein bisschen trocknet, sieht man schon hier, dass es auch so ein bisschen übers Gesicht glittert. Ne? Aber das ist natürlich so eine einfache Art und Weise, Glitter aufzutragen. Man geht einfach tschung, tschung, tschung drüber und fertig. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Wobei man dazu wissen sollte, also es hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, weil wenn man das aufträgt, dann ist das sehr kühlend, oder es hat ich nehme an, dass da Alkohol mit drin ist und dass es halt so ein verdunstendes Effekt hat. Das am Anfang kann es ein bisschen irritieren. Und wer sehr empfindliche Augen hat, sollte es vielleicht erstmal in der Armbeuge probieren, bevor er sich das auf die Augen macht. Also einfach, dass da keine Reaktion oder Entzündungsreaktion oder sowas auftreten. Aber tolles Produkt. Tolles, tolles Produkt. Und talking about Glitter, Dose of Colors.
Das ist die Farbe Mirame. Das ist ja ein relativ dunkler Highlighter, aber ich finde die Farbe einfach, ach, wunderschön. Ich mag den sehr gerne. Ich habe den ja heute nochmal hier aufgetragen. Und man muss schon dazu sagen, also wenn man ältere, reifere Haut hat und hat so ein Bam-Glow, dann betont das schon die Texturen. Aber manchmal muss das eben sein. Und ich denke, wenn man abends beim Kerzenlicht einen Mann anstrahlen möchte, dann zählt die Textur nicht, sondern das Strahlen. Wie auch immer. Also, ich finde die Farbe einfach sehr, sehr schön und gefällt mir einfach sehr, sehr schön, das Produkt. Sehr, sehr schön. Sag's doch nochmal. Sehr, sehr schön. Und dann noch eine kleine Palette, die mir auch gut gefallen hat. Und zwar hier die. Das ist die von Makeup Revolution, die Renaissance Palette Tag. Es gibt auch noch eine mit Nacht. Abgesehen, wie gesagt, das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Dieses Packaging ist einfach wunderschön. Mit so einem großen Spiegel. Aber die Farben sind absolut tolle Alltagsfarben. Nur die erste Farbe ist glänzend. Die anderen Farben sind matt. Sind sehr, sehr buttrig, sehr zart, sehr weich. Sind auch von der Pigmentierung her, finde ich, sie in Ordnung. Man kann sie auch schön aufbauen. Und das hat mir gut gefallen. Die habe ich öfters verwendet. Diese dunklere Farbe, muss man dazu sagen, wenn man die aufs Auge, das ist mehr so ein Grau. Aber eine sehr schöne Qualität und lässt sich sehr schön auftragen, schön verblenden. Also kann wunderbaren Alltagslook mitschwingen. Also eine sehr schöne Empfehlung. Die gibt es sogar bei Cosmetic for Less günstiger als bei Makeup Revolution auf der Homepage. Da kostet, glaube ich, 10 oder 11 Euro und da, glaube ich, sogar nur 8 oder 9 Euro. Also das ist eine große Empfehlung. Das ist eine ganz tolle Alltagspalette und eine sehr schöne Alternative zu der Decay-Palette, die ja, glaube ich, fast 30 Euro kostet oder 25 Euro. Und da habt ihr eine sehr schöne Qualität für einen sehr viel günstigeren Preis. So, kommen wir noch kurz zu den Lippen. Zu den Lippen habe ich auch verschiedene Produkte diesen Monat gerne getragen. Zum einen hier dieser Lip Liner von NYX. Den finde ich sehr, sehr schön. Machen wir mal die andere Hand. Der ist sehr cremig, hat eine ganz tolle Farbe. Das ist so eine Mischung zwischen, ja, Mauve und ein bisschen bräunlich. Also ganz, ganz toll. Ich trage sie auch auf den Lippen. Gefällt mir ausnehmend gut. Und was mir auch ausnehmend gut gefällt, schon wieder ein Produkt von Bourjois. Und zwar ist das Rouge Edition Aqua Lack. Und zwar ist es hier die Farbe 02. Das sind solche, wie so eine Art Lip Tint. Und die sind wunderbar. Riechen ein bisschen fruchtig. Und das habe ich hier auf den Lippen oben drauf. In der Kombination bin ich schwer begeistert. Und es sieht voll, es sieht frisch, es sieht jugendlich aus. Es trägt sich fantastisch. Also es ist einfach ein tolles Gefühl auf den Lippen, weil man gar nichts spürt. Es ist nicht austrocknend. Tolle Kombination. Wo ich auch schwer begeistert bin, ist von Reval de Loop diese Farbe. Die gefällt mir auch super gut. Ganz günstiges Produkt. Und ihr seht, die Farbe ist sehr, sehr ähnlich zu dem anderen. Ich bin ja eh so ein Mauve-Fan. Ne? Also die ist ein bisschen rötlicher und die ist fast ein bisschen bräunlicher, aber auch ganz, ganz toll. Und den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und zwar ist es dieser Vivid Hot Lacquer. Den finde ich ganz, ganz toll. Und zwei Liquid Lipsticks habe ich diesen Monat gerne getragen. Und zwar einmal von Ofra und einmal von MAC. Wunderbare Qualität, wunderbare Auftragbarkeit, Haltbarkeit, trocknet nicht aus, hat ein tolles Tragegefühl, auch eine lange Tragedauer und sieht geil aus auf den Lippen. Das ist hier von Ofra, die Farbe, trage ich euch mal hier auf. Sehr, sehr schön. Hatte ich auch letztens bei einem Video auf den Lippen. Das ist die Farbe Hypno. Hypno. Und dann haben wir hier von MAC noch eine. Und zwar ist das die Farbe Topped with Brandy. Und zwar sind das von diesen Retro Liquid Lipsticks. Der hat ein bisschen größeren Applikator. Der ist noch ein bisschen dunkler. Noch ein bisschen Coolton hier, der MAC.
Also der Aufreis ist ein bisschen mehr warm. Also ganz tolle, ihr seht schon, alles die gleiche Richtung, alles die gleiche Farbrichtung und hat mir bei diesem Monat einfach extrem gut gefallen. Musste ich deswegen tragen, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ach so, und dann habe ich noch einen von Dose of Colors, den finde ich nämlich auch ganz geil. Den habe ich mir auch gekauft und zwar ist das die Farbe, ich glaube Sauvignon, ne, oder? Wie heißt der? Savage. Und der ist nochmal richtig dunkel. So. Na, also das ist halt richtig, richtig dunkel. Ihr seht hier da, der ist ein bisschen bräunlicher, der ist ein bisschen cooler und der ist richtig so ein Ochsenblutfarben. Also wenn man ein bisschen Dramatik, oder was heißt bisschen, wenn man Dramatik möchte, dann ist man mit dem gut bedient und der ist auch von der Qualität her schön. Also die sind alle drei wunderbar, von der Qualität her kann ich die nur empfehlen. Gefallen mir alle sehr, sehr gut. So, ich glaube, das war's. So, das war's. Das sind alle meine Schätze. Im Anschluss zeige ich euch, wie gesagt, gleich ein Tutorial. Und ich möchte mich aber vorher schon mal verabschieden und mich sehr, sehr herzlich bei euch beim Zuschauen bedanken. Und ja, an dieser Stelle wollte ich euch noch erwähnen, ich nehme ja an diesem Wettbewerb teil für Blogger Award 2018. Leider haben die ein ganz komisches Bild von mir da eingestellt, irgendwie aus dem Video rausgenommen. Und vielleicht hätte ich extra ein Foto machen sollen für die. Naja, egal. Auf jeden Fall kann man für mich voten. Man kann es sogar jeden Tag machen. Ich schreibe euch den Link unten in die Infobox. Dann braucht ihr nur draufklicken oder den halt einkopieren in den Browser. Und dann kommt ihr da zu diesem Blogger Award. Und da müsst ihr halt irgendwie einfach nur abstimmen und eure E-Mail-Adresse angeben. Und dann könnt ihr dabei was gewinnen. Und zwar könnt ihr aber auch jeden Tag was gewinnen. Also man kann jeden Tag abstimmen und voten. Ich habe übrigens die Nummer 100. Und ihr habt aber auch jeden Tag eine Gewinnmöglichkeit. Also von da gesehen habt ihr auch einen Benefit, wenn ihr daran teilnimmt und votet für mich. Da würde ich mich sehr freuen, weil die Konkurrenz ist natürlich groß, aber es sind nicht so wahnsinnig viele. Also man hätte vielleicht dann doch eine Chance, vielleicht auch nicht. Egal. Also ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr für mich votet. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß beim Tutorial und ja, bis dann. Tschüss. Thank you.
ansonsten hoffe ich wie immer, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Bleibt gesund, werdet gesund. Bis dann und tschüss.